Herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und hier haben wir gerade ein bisschen Krempel verkauft und wir haben eine Menge eingesammelt. Wir haben nämlich ein paar Schätze gehoben und ein bisschen Zeug, ein paar Banditenlager, hier so ein bisschen Hundspetersilie, aber die wiegt ja nichts mehr. Hier haben wir wahrscheinlich noch eine Menge Level 1 Wildhunde. Ja. Ich denke, wir sollten die gar nicht mehr beachten. Aber was wir beachten, ist Schildkraut. Das nehme ich gerne mit. Und wir sollten gucken, wo es hier weitergeht, bis zum nächsten nicht erkundeten Ort. Ich bin jetzt im Erkundungsfieber. Das ist aber noch ein gutes Stückchen. Wir haben hier noch ein Banditenlager. Hier haben wir alles gemacht und dann geht es hier wieder an der Küste weiter. Und das ist noch eine ganze Menge. Aber irgendwann müssen wir es machen. Genauso wie hier Harnfaser einsammeln und da hinten ist noch Schöllkraut. Nochmal Schöllkraut und eine Menge Wildhunde. Kommt her, ihr Wildhunde. Ein Schlag und tot sind sie. Aber sie nerven. Okay, das war's. Mag vielleicht ein bisschen langweilig sein, wenn jetzt hier mal nur so schwache Gegner kommen. Alles Level 1. Die Banditen waren irgendwie Level 5, Level 9 und... Aber irgendwann müssen wir hier das auch mal machen. Wie gesagt, ich will möglichst alles erkunden und angucken. Sowie auch das nächste Banditenlager. Wahrscheinlich auch wieder Level 8, Level 9 Banditen. Also nichts Weltbewegendes mehr wird uns hier erwarten. Da hinten steht ein Pferd auf dem Flur. Das ist aber nicht unser Plötze. Es ist ein herrenloses Pferd. Da hinten haben wir noch eine Wegmarkierung. Hängen eine Menge. Manche. Der hängt wohl schon ein bisschen länger. Nur noch Knochen und da fehlt die Hälfte. Aber nicht ablenken lassen. Wir haben ja hinten noch ein Banditenlager. Und hier ein bisschen Hunds-Petersilie. Das hier sind zwei Zahnblüten. Da kann ich noch mal ein bisschen meine Kräuterkundler. Das hier sind Haarschleierlinge. Haarschleierlinge. Und das hier sind wieder dasselbe. Meine Kräuterkundler-Skills ein bisschen raushängen lassen. Ich kenne mittlerweile so einige Kräuter hier. Was hier wächst und mitnehmbar ist. Ist ja noch ein kleines Stück hier zu rennen. Da sollte ich... Was haben wir hier? Wieder... Das hier war schon... Ein einzelner Deserteur. Nicht nachlassen! Du bist alleine. Das Banditenlager haben wir ja schon mal gemacht. Ja, genau, die Truhe ist leer. Aber da hinten ist ja dann irgendwo noch ein Banditenlager. Und da ist noch eine Hütte. Sieht mal auf der Minimap da so aus. Die würde ich mir auch noch gerne angucken. Neue Markierung, Waldhütte. Eine Schnellreisemarkierung.
Hier liegen eine Frau und ein Kind. Und Fliegen kreisen um sie. Die sind also tot. Da hat jemand noch Blumen und was aufs Bett gelegt. Das ist wohl mehr eine Grabstätte, das hier, die Waldhütte. Sonst gibt es hier nichts, außer da hinten. Noch ein bisschen Zeugs. Kuhmilch, leere Flasche. Schafsfell und nochmal Kuhmilch. Zwergenschnaps wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen, aber ich will mich nicht beschweren. Und hier hat man auch jemand aufgehängt. Ein Holzschaukelpferd noch hier. Also ich schaue mir gerne alles an. Ehrlich gesagt, das mache ich wirklich gerne. Aber hier gibt es nichts mehr zu sehen. Ich steck mal das Schwert weg. Aber wir haben eine neue Schnellreisemarkierung gefunden. Das finde ich ja auch praktisch. Und was? Das nächste Banditenlager. Oh, sogar Level 10. Dürften aber keine Gegner sein. Schnell alles einsammeln. Ich muss ja wieder überlastet sein. Warum steckt der sein Schwert nicht mehr zurück? Ich weiß es nicht. Na gut, mache ich es halt von Hand. Hab ich hier alles? Da haben wir nur das Feuerchen. Oh, da haben wir hier definitiv alles. Ich sag mal okay. Dann kann's weitergehen. Weltkarte. Erkunden wir den nächsten Ort. Da haben wir alles. Dann geht's wieder Richtung Küste. Und da haben wir... Wow, da haben wir wirklich echt eine Menge. Ja, dann gehen wir hier... Ich wollte hier eine Markierung setzen und nicht gleich rausgehen. So ist besser. Da hinten ist noch Pusteblume, Löwenzahn. Und zum nächsten nicht erkundeten Ort. Ja, ab und zu muss das halt eben sein, so Erkundungsfolgen. Und hier kommen wir wieder an die Schiffsküste. Also an die Küste mit den Schiffswracks. Und hier haben wir wieder ein Banditenlager. Lasst ihn nicht zur Atem kommen. Wrackküste. Einen Piraten. Uah. So, wo ist der Nächste? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Und ich liebe die Götter! Tut mir leid, aber ich liebe die Götter. Das sind aber doch schon einige. Wenn diese scheiß Bogenschützen nicht wären. Da ist noch ein Bogenschütze. Du schießt nicht mehr. Du wirst es nie lernen. Das sind aber wirklich schon eine ganze Menge. Diese verdammten Bogenschützen. Natürlich. Sie sind zwar nur Level 7, aber eine ganze Menge. Aber
Aber es werden immer weniger. Verrückte Scheiße! Lasst ihn nicht zur Art kommen! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ja, ich lieb die Götter, ich lieb die Götter. Ich mach schon. Verfickte Scheiße! Man sagt nicht verfickte Scheiße. Dreckschwein! Das sagt man auch nicht. Dafür tut man in der Hölle brennen. Hui. Da gibt's ja... Der Schlechter von der Frackküste. Geralt von Riva. Nicht der Schlechter von Blaviken, sondern von der Frackküste. Ja, tut mir leid. Also, müssen die auch nicht mich angreifen. Jetzt muss ich stundenlang hier einsammeln. Das war ein riesengroßes Piratenlager. Da liegt noch was. Ich gucke mal, ob ich hier nichts übersehen habe. Ich glaube, hier haben die Piraten auch ihre... Fangen sie an, mit den Fracks, aus den Fracksteilen hier neue Boote zu bauen. Sieht auf jeden Fall so aus. Und hier ist noch eine Menge einzusammeln. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass ich überlastet bin. Moment, hier oben. Also werden wir gleich wohl wieder verkaufen gehen. Nur wo finde ich noch einen Händler mit Geld? Und da haben wir noch einen Brief. Aber erstmal, wir sind schon überlastet. Wir sind schon überlastet. Und da ist noch ein Brief, ein Questgegenstand. Sieht auf jeden Fall so aus. Wenn da so so Funkel, Funkel, Funkel rumfliegt, dann ist es ja ein Questgegenstand. Piratennotizen, die Schätzen der Königin Sulaika. Da hinten sind noch zwei Kollegen von euch, die wir... Noch drei Kollegen, noch drei Piraten, die wir uns gleich vornehmen. Aber zuerst werfe ich mal einen kleinen Blick in den Brief. Questgegenstände. Questgegenstände. Piratennotizen. Gestern haben wir eine Silberstatulle und eine Rubinbrosche auf dem Grund gefunden. Königin Sulaikas Schatz ist also wirklich irgendwo dort draußen. Vielleicht im Laderaum eines der Schiffswracks vor der Westküste. Aber wir können sie im Augenblick nicht ansehen. Zu viel Seegang. Wir müssen warten, bis sich das Meer wieder beruhigt hat. Wir schlagen ein Lager auf. Und das hier ist das Lager. Und wahrscheinlich bekommen wir jetzt die nächste Quest. Also beziehungsweise wir hatten ja schon die nächste Quest mit dem Finden des Briefes. Setze deine Hexersinne ein, um den versunkenen Schatz zu finden. Aber erst kümmern wir uns noch um die drei einsam verbliebenen Kollegen. Hui! Hui! Ich komme nicht schneller voran. Lass ihn nicht zu Atem kommen! Genau! Und jetzt kümmern wir uns als erstes um den... Die Scharfschützen! So, den... Okay, wir haben noch den letzten... Der letzte Pirat. Komm her, komm her. Verzaubert! Der Bastard zaubert! Hui! Hui, das wollte ich nicht. Hier ist kein Schatz. Nur ein Rasiermesser. Und noch mehr Krempel zum Verkaufen. Hier in der Kiste ist noch mehr...
Wir finden hier Zeugs en masse. Also. Ein altes Schafsfell, das ich gerne mitnehme. Noch ein altes Schafsfell. Hier liegen. Ein paar Quintkarten. Kann ich die nicht aufnehmen? Da hinten ist noch eine Kiste, an die ich aber nicht rankomme. Kann ich hier nicht kriechen? Komme ich von oben ran? Ja, genau so müsste ich rankommen. Ah ja, von der anderen Seite. Für ein altes Bärenfell hat sich natürlich voll gelohnt. Spazieren wir gemütlich nochmal hier. Da ist überall noch Zeug drin. Eine Angel. Noch ein bisschen Leinen. Alkohest. Alkohest kann man auch immer gut gebrauchen. Und ich glaube, das war's hier. Also sollten wir erst einmal wieder Krempel verkaufen gehen und Krempel einlagern gehen. Einlagern wäre auch gar nicht mal so schlecht. Und zwar auch die ganzen Trophäenköpfe da, die einlagern. Einlagern immer gut. Können wir uns hier... Die haben sich hier richtig gemütlich gemacht. So am Strand, so eine Stranddecke. Lecker, lecker essen. Könnten wir uns auch niederlassen. Und einen schönen Tag am Strand. Vor den, ja, den ganzen Schiffswracks. Dahin werden wir noch. Aber im Moment, ich denke mal, schwimmen, wenn man überlastet ist. Nicht, dass man... Zwergenschnaps! Ich habe gerade Zwergenschnaps aufgenommen. Ich gucke gerade mal hier. Hier ist nichts mehr Relevantes. Außer ein paar Krabben. Und da hinten... Es gibt wirklich so viel hier einzusammeln. Und da ist doch so eine Menge drin. Also hier sind wirklich... Das ist sehr ergiebig. Und obwohl es natürlich eigentlich gar keinen Sinn macht, dass ich das Ganze hier einsammle, denn ich habe doch so viel Krempel, ich habe genügend Geld. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir noch irgendwann brauchen werden. Aber ich muss es einfach machen. Das finde ich einfach, das gehört einfach dazu. Und deshalb eben halt auch diese Folgen, diese Erkundungstour-Folgen, wo ich einfach nichts anderes mache als erkunden, sammeln und Zeugs sammeln. Aber jetzt müssen wir erst einmal verkaufen, ablagern, einlagern. Und dann kommen wir zurück und kümmern uns um Königin Sulaikas Schatz. Wir sollten... Das ist hier am Wasser. Da hatten wir ja schon einen bewachten Schatz. Hätte ich das gewusst, hätten wir das in einem Rutsch machen können. Da hinten haben wir ja noch so viele kleine Inseln. Kommen wir da überall hin? Probieren wir vielleicht irgendwann mal aus. Aber jetzt zuerst. Wir sollten nach Grenfels. Da haben wir eine Truhe, wir haben Händler. Ich glaube, die Schmiede oben haben noch genügend Geld, dass sie uns genügend abkaufen können. Also Schnellreise nach Krähenfels. Und dann wird ordentlich verkauft, ordentlich eingelagert und dann, ja, gehen wir uns wieder voll machen. Ich denke, ich hätte vielleicht Plötze nehmen sollen. Denn mit schnell gehen ist nicht. Wir sind ein bisschen überlastet. Ein bisschen überlastet ist gut.
ein bisschen viel überlastet. Aber es geht schon. Und der andere Händler, der hat glaube ich kein Geld mehr. Aber wir haben ja noch in der Hütte einen Händler. Ein Sturm. Verdammt. Ja, ist ja schon gut, Geralt. Wir sind ja jetzt in Krähenfels. Wir gehen jetzt in eine Hütte rein und lagern unseren Krempel ein. Aber erstmal hier zum Händler. Du kommst mir bekannt vor. Hast du noch Geld? Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Nein. Zeig mir deine Ware. Hast du was? Hast du noch Kohle? Er hat noch ein bisschen Kohle. Was hat er dafür? Dornenkeulen, die haben wir ihm verkauft. Minus 82 Schaden. Also können wir nichts mit anfangen. Novigrader Langschwert. Verkaufen wir mal schön. Und er hat kein Geld mehr. Was haben wir hier für Stück? Eine Fährtenleserhose, die ist plus 1. Aber, naja. Die ist auf jeden Fall schlechter. Sollen wir die... Moment, plus? Plus 1, dafür ist sie hässlich. Wie gesagt, ich will auch ein modischer Hexer sein. Wir haben hier noch... Die ist plus 4, aber auch hässlich. Naja, die ist auch plus 4 und macht noch Axi. Schwierig, ob wir die nehmen sollen. Auf jeden Fall, wir brauchen einen neuen Händler mit Geld. Und die Schmiede, oben haben noch Geld. Schau mal hier drin. Aber zumindest sind wir nicht mehr überlastet und können uns schneller zu den Schmieden da oben bewahren. Beziehungsweise die Schmiede... Nein, das wollte ich gar nicht. Halt, das wollte ich gar nicht. Bin nur an die Taste rangekommen, um das Fenster hier zu öffnen. War nicht geplant. Dann gucken wir mal hier bei Johanna. Johanna. Was kann ich für dich tun? Du hast doch noch sicher genügend... Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Genügend Geld da, dass du mir Zeugs abkaufen kannst. Über 2000. Über 2000. Wir können nach Herzenslust all unseren Krempel loswerden. Kleiner Knüppel. Das war sogar plus 6. Aber hässlich, beziehungsweise eine Axt. Äxte sind halt... Ein Hexer kämpft mit Schwert und nicht mit Axt. Handbeil, plus 7, wie gesagt. Benötigte Stufe 18 haben wir auch. Ein Hexer kämpft mit Schwert. Kleiner Knüppel, sowieso raus. Und jetzt gucken wir mal, was meine Rüstung... Ja gut, die ist... sind beide plus 4. Und die wiegen richtig, richtig viel. Raus damit, komm, scheiß drauf, raus. Raus. Der Sattel. Auch wieder 6,01. Muss raus. Ein Meisterwaffenreparaturset. 90%. Ja, das werden wir uns mal auf jeden Fall aufbewahren. Was haben wir dann noch an Gegenständen? Eine Kette. Angel. Ich denke, das können wir aber auch einlagern. Das machen wir auch. Wir gehen mal schön einlagern. Leb wohl. Ja, leb wohl. Wir gehen zur Lagertruhe. Lass mich durch, ich hab's eilig. Wir haben noch so viel zu erkunden. Und eben halt... Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka. Zu unserer Lagertruhe. Die ist hier in Siris Zimmer. In, ich sag mal, Siris Zimmer, als Siri hier gewohnt hat. Beim... Die wollten wir alle einlagern. Jedes Mal 1,01. Und bei der Menge... Macht das schon was, also. So, hier, die Floren.
Das Hasenfell, das Bärenfell. Den Xenogloss wollte ich mitnehmen. Auch hier Rose der Erinnerung. Auch mitnehmen. Den Talisman Weihrauch. Auch wieder ein Objekt. Fistech! Fistech, eine Droge! Meistergegenstand. Das Fistech ist doch eine Droge. Lagern wir ein. Davon haben wir schon, hatten wir schon 14. Reines Silber. Becher. Okay, dann Rehhaut. Ein Rasiermesser. So haben wir auf jeden Fall das Zeug mal eingelagert und falls wir es mal brauchen. Ich könnte die Runen, könnte ich auch einlagern. Also wiegen aber nicht viel. Also auch die ganzen Pfeile müsste ich nicht unbedingt mitschleppen. Aber egal. Springen wir erstmal in die Luft. Wollte ich eigentlich nicht. Wir sind wieder leichtfüßig unterwegs. Können wieder ein paar Kilo mitnehmen. Und werden dann weiter mitmachen und den Piratenschatz, der Schatz der Königin Sulaika. Den werden wir finden, hoffe ich doch mal. Wenn ich mich hier nicht verlaufe. Schade, dass jetzt diese Händler kein Geld mehr haben. Denn die Händler waren praktisch eben halt, dass wir verkaufen konnten und dann nicht mehr das ganze Zeug bis zu den Schmieden hochschleppen müssen, wenn wir überlastet waren. Also wieder zurück zur Küste. Zurück zur Küste. Da haben wir ja noch einen Ort der Macht und einen versteckten Schatz. Warum ist dieser versteckte Schatz so umkreist? Da haben wir noch... Hier haben wir... Da haben wir aber keine Schnellreise. Also machen wir erst, gehen wir wieder zurück an die Küste. Oh ja, und hier haben wir das Banditenlager, wo wir immer noch eine Person in Not im Käfig stecken haben, wo wir keinen Schlüssel finden. Keine Ahnung, was wir da machen. Wir wollten zurück zur Küste. Zur Wrackküste. Und uns dann um den Schatz von Königin Sulaika kümmern. Das ist jetzt hier im... Und jetzt haben wir wieder so ein scheiß Wetter. Ich denke, wir meditieren bis zum anderen Tag, dass ich nicht hier im... Im Sturm soll man nicht ins Meer schwimmen gehen. Ist nicht so klug. Also meditieren wir, bis wir besseres Wetter haben. Und dann geht's auf Schatzsuche. Und Bootswracks bewundern. Da hinten kommen schon gleich Ertrunkene angeschwommen. Oder was sind das? Auf jeden Fall Gegner. Die lassen wir mal dezent links liegen. Ach, hier hatten wir die die Nachterscheinung. Und hatten wir nicht hier mal schon einen Schatz? War das nicht hier? Mal abtauchen. Erst die Ertrunkenen. Hier müsste der Schatz zu finden sein. Kann ich hier reintauchen?
was nicht besonders klug ist. Nicht, dass ich nicht auftauchen kann und keinen Sauerstoff mehr habe. Vielleicht von der anderen Seite? Ich muss sowieso erstmal auftauchen. Oder ist hier oben der Schatz? Nee. Kann ich mir kaum vorstellen. Warum schieße ich immer doppelt? Hier müsste der Schatz sein. Wahrscheinlich hier drin. Genau, hier drin. Oh, kann hier. Ich trau mich nicht. Nicht, dass ich hier. Ich sollte erst auftauchen. Kann ich hier. Nein, ich kann hier nicht. Erstmal auftauchen und Sauerstoff tanken. Okay. Ich muss hier runter. Ich muss hier rein. War hier. Und jetzt eben halt schneller sein, dass der Sauerstoff ausreicht. Auftauchen? Nein? Geralt, mach doch! Schwimm doch, tauch doch! Sonst haben wir hier nichts mehr. Also gucken wir, dass wir schnell rauskommen, sag ich. Schnell hoch. Wow, nicht so schnell hoch, dass ich hier rauskomme. Okay, wir haben den Schatz gehoben. Das Quest ist gelöst. Piratenschatz gelöst. Und jetzt wieder finde ein Schiff nach Skellige. Machen wir natürlich nicht, sondern wir gucken uns die nächste, den nächsten nicht erkundeten Ort an. Da haben wir ja wieder Schätze im Wasser. Und ich sollte dann auch mal langsam mit den Quests weitermachen. Anstatt hier nur. Aber es ist so verführerisch. Es ist. Ich will hier alles erkunden. Ich will hier alles erkunden und alles. Und wenn ich hier gerade mal an der Wrackküste bin. Dann will ich auch hier schließlich alles erkunden. Und der nächste nicht erkundete Ort liegt direkt vor unserer Nase. Was haben wir hier? Einen bewachten Schatz, den wir schon viel früher hätten machen müssen. Level 4 Ertrunkene. Die natürlich kaum Schaden machen und da ist die Verführung groß, dass ich sehr unvorsichtig kämpfe. Haben die haben nichts mehr für mich da, die Ertrunkenen. Was haben wir hier für ein ist das ein toter Wal? Einfach mal eingesammelt. Was ist das hier? Sieht aus wie ein halb verfaulter, gestrandeter Wal. Oder irgend so ein Viech. Ja, hier kommen, guck, Knochen und Gedärme. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Ich keine Ahnung, was das für ein Vieh war. Sieht aus wie ein halb verfaulter, verwester Wal. Ja, hier sind die Augen. Also nicht wirklich. Also
irgendein anderes Wesen, also muss nicht unbedingt ein Wal gewesen sein, irgendein riesengroßes Viech, das aber jetzt tot ist und schon halb verwest und verfault und sehr, sehr lecker aussieht. Noch ein paar Blätter der weißen Myrte einsammeln und mal auf die Karte gucken. Karte? Was haben wir da noch zu erkunden? Hier, im Meer. Machen wir doch gerade noch. Nicht runterfallen. Einfach hinschwimmen. Ist wahrscheinlich wieder so ein Schatz unter Wasser. Ein versteckter Schatz. Ich will aber erstmal hier auf diese kleine Inselchen. Und da gibt es aber nichts zu entdecken. Also können wir gleich nach Schätzen weitertauchen. Ein versteckter Schatz. Wir tauchen mal kurz ab. Wieder ein paar Ertrunkene. Ich mache natürlich immer den Doppelschuss. Erstmal alle. Aber der eine schwimmt gar nicht, der läuft unter Wasser hier, der Kollege. Jetzt schwimmt er. Wow. Ich glaube, wir haben alle. Und hier haben wir den Schatz. Ich hätte sollen erst auftauchen, aber... Erstmal auftauchen. Da kommt ein Ertrunkener auf uns zu. Wieder abtauchen und... War das unser Schatz? Ich glaube, das war's. Mehr gibt's hier nicht. Ja, das war... Ja, hat sich voll gelohnt. Was war da drin in der Truhe? Bisschen... Zwei Artikel. Hat sich voll gelohnt. Aber Hauptsache, wir haben das Fragezeichen weg von der Karte. Egal. Wir machen alles. Wir machen hier alles weg. Wir machen alles weg und erstmal wieder an Land. Ich denke... Warum ist hier der Schatz... eingekreist, der versteckte Schatz. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich denke, in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Folge machen wir mal wieder ein paar Quests. Wir haben jetzt zwei Folgen wieder Erkundungstour gemacht und dann können wir auch mal wieder eine Questfolge machen. Ich will ja auch wissen, wie die Story weitergeht. Was haben wir hier? Das ist das Flüchtlingslager. Da gibt es doch sicher noch einen Händler. Können wir gerade Krempel verkaufen? Händler? Wenn du nicht gewesen wärst. Gerne. Ich habe doch gerne geholfen. Warum drängelst du denn so? Kamen am Markttag Wagen mit köstlichem Fett beladen an. Mit geräuchertem Schinken, Schmalz, roten Würsten. Jetzt bringen sie Eichelmehl und Büschel mit Kletten und gehandelt wird mit der letzten Hoffnung. Ein bisschen Zeugs hier einsammeln. Wenn schon kein Händler da ist, dann... Die wilde Jagd holt sie alle. In Niederwirth, wenn eine Alte krank wird, wird sie zum Reisigsammeln in den Wald geschickt, wo sie von Bestien gefressen wird. Ja, Niederwirth... existiert nicht mehr, beziehungsweise ein Fistech-Süchtiger und eine seltsame Statue aus Heu und Holz.
Nein, wir gehen wieder nach Novigrad und gucken, was wir an Quests haben. Und ich denke, dass Novigrad, Flugplatz der Harpien, hier haben wir eigentlich alles gemacht. Taverne am Scheideweg, wir haben ja hier auch noch einiges. Ursten. Ich guck mal hier. Wir haben ja hier auch noch in... So viel. Ja, zum Tor des Hirrearschen. Da reisen wir hin. Nach Novigrad. Und dann gucken wir uns an, welche Quest wir als nächstes machen. Machen wollen. Machen wir mit der Hauptquest weiter? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das werdet ihr alles erfahren in der nächsten Folge. Bis dahin verabschiede ich mich schon mal. Danke fürs Zugucken. Wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir wieder Quest. Und mal gucken, mal, welches Quest wir dann machen. Bis dahin sage ich mal Tschüss und Ciao.